Wir brauchen Teamkreismitarbeiter. Die Teams, sie laufen uns weg, wir brauchen Freizeit, aber wir haben nichts. Leute, was wirklich wichtig ist, ist die Beziehungsarbeit. Einzelne Personen, auf Einzelnen eingehen, das ist das, was wirklich wichtig ist. Leute, wir brauchen Menschen, die neuen, frischen Wind reinbringen. Musik öffnet die Herzen mehr als 1000 Worte. Aber wir brauchen es hilft doch alles nichts. Wir haben nur die eine Möglichkeit. Projekt FSJ. Ich kümmere mich drum. Für euer FSJ bekommt ihr eine eigene Wohnung. Zusätzlich bekommt ihr sogar ein eigenes Auto. Ja, ihr habt richtig gehört, ein eigenes Auto. Natürlich bekommt ihr auch ein kleines Taschengeld dazu und somit seid ihr perfekt ausgestattet für euer FSJ. Aber was sind meine Aufgaben in diesem FSJ? In deinem FSJ machst du Jugendarbeit. Du unterstützt die Kreise, wirkst im Gottesdienst mit, nimmst an Seminaren teil, die dich gut auf das FSJ vorbereiten, und startest Aktionen und Freizeiten. Dafür bereitest du Andachten vor, verkündigst Gottes Botschaft und machst missionarische Arbeit. Außerdem leistest du Beziehungsarbeit. Du verbringst Zeit mit den Teens, startest Aktionen mit ihnen, du kannst mit ihnen chillen, zusammen mit ihnen kochen, Musik oder Sport machen. Währenddessen führst du persönliche Gespräche und bist für sie da. Und was ist, wenn ich davon etwas nicht schaffe? Wenn du scheiterst oder denkst, dass du es nicht mehr schaffst, hast du lauter Leute um dich rum, die für dich da sind und dich wieder aufbauen. Vor Ort ist jemand, der dich unterstützt. Genauso sind auch deine FSJ-Kollegen immer für dich da.